Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier unterwegs in Deutschland tatsächlich. Schau dir diesen blauen Himmel an, in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Und heute in diesem Video geht es darum, wie du dir deine Bewegungseinheiten in deinen Alltag triggern kannst. Das heißt, wie du sie dir einbauen kannst, sodass du die ersten 30 Tage, die tatsächlich die schwersten sind, gut durchstehen kannst. Warum sind die ersten 30 Tage so schwer? Es braucht 30 Tage, bis du eine Veränderung in deinen Alltag eingebaut hast. Und wie wir ja alle wissen, ist es für dich ja eine Herausforderung, eben diese Bewegung regelmäßig in deinen Alltag einzubauen. Und alles, was eine Herausforderung ist, bedarf einer Änderung, bedarf etwas Neuem. Und alles, was neu ist, wird von uns am Anfang voller Enthusiasmus begrüßt. Oh ja, cool. Vielleicht machst du bei einer Challenge mit. Und nach ein paar Tagen merken wir dann, ja, das tut ganz gut, aber eigentlich ist es auch ganz schön anstrengend und morgen muss ich es schon wieder machen. Ja, dann kommen wir in eine Phase, wo, ah ja, also heute habe ich keine Zeit dafür. Und das geht dann so auf und ab, quasi 30 Tage lang. Da heißt es eben, am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben. Denn ich habe schon einige Challenge laufen gehabt. Das sind meistens so 7 Minuten am Tag, wo man sich eben bewegt. Und jetzt mal ganz ehrlich, 7 Minuten am Tag. Es ist wirklich nicht die Welt. Es ist nicht eine halbe Stunde. Es ist auch nicht eine Stunde anstrengendes Krafttraining im Fitnessstudio. Es sind wirklich nur 7 Minuten. Ja, also wie kannst du dir jetzt diese Bewegungseinheiten triggern? Du solltest sie immer mit etwas verbinden. Und zwar etwas, was in deinen Alltag passt. Ich hatte mal eine Zeit lang, jetzt wirst du bestimmt lachen, habe ich nach jedem Toilettengang habe ich mir gesagt, mache ich 28 Kniebeugen. Warum nicht? Ja, oder abends vor dem zu Bett gehen, macht man noch 14 Liegestütze oder 7. Es muss ja nicht diese Zahl sein. Es kann sein, das, was in deinen Alltag passt. Das heißt, wenn du morgens recht früh arbeiten gehst, ist es vielleicht für dich nicht so praktisch, gleich morgens eine Bewegungseinheit einzuplanen. Sondern für dich passt vielleicht eher die Mittagspause. Du machst dann in deiner Mittagspause, läufst du einmal um den Block und machst danach 28 Kniebeugen. Das ist wiederum etwas, was du vorher nicht gemacht hast. Oder wenn du wirklich den ganzen Tag arbeiten bist oder den ganzen Tag eben auch mit deinen Tätigkeiten beschäftigt bist, dann kannst du abends ein kleines 5-Minuten-Workout machen. Wenn deine Abende eher ausgefüllt sind mit Kochen, Kinder zu Bett bringen, Elternabende, was man so alles hat, dann ist vielleicht für dich der Morgen, wenn die Kinder in der Schule, im Kindergarten sind, eher der Moment, wo du etwas für dich tun kannst. Also wie gesagt, es sollte in deinen Alltag passen. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber ich weiß, dass es möglich ist, Bewegungseinheiten in jeden Alltag zu integrieren. Und zwar tatsächlich wirklich 5-mal die Woche. Also, was ist es für dich? Vor dem Frühstück, nach dem Aufstehen, nach dem Mittagessen kochen, vor dem Einkaufen, vor dem Zu-Bett-Gehen, wenn alle Kinder im Bett sind. Was ist für dich dein Triggerpunkt des Tages, wo du normalerweise zur Keksdose greifst oder noch eine Tasse Kaffee trinkst oder die Füße hochlegst? Das genau ist der Punkt, wo du deine Bewegungseinheit triggern solltest. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Video, auf die nächste Inspiration mit dir. Bis dahin, mach es gut. Ciao, hier ist Kay.